Hallo liebe Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. Prepare to Die Edition. Ich möchte mich vorweg erstmal in erster Linie entschuldigen. Ich habe mir den Part nochmal angeguckt. Und also nach der Aufnahme schon halt. Und am Anfang war dieses Störgeräusch meines Handys und das vermeide ich jetzt mal, also indem ich es einfach mal ein bisschen weiter weglege. Ich hoffe, man stört es nicht. Ich schmeiße es am besten ins nächste Zimmer. Nehme jetzt meine Uhr dafür. Ich habe nicht so wirklich eine Stoppuhr, deshalb versuche ich das irgendwie jetzt zeigermäßig da hinzubekommen. Aber ich denke, das wird ordentlich funktionieren, denn ich bin ja nicht vom Pferd gefallen. So, das letzte Mal sind wir stehen geblieben hier im Archiv des Herzogs. Sind natürlich von da oben gekommen, sind ein bisschen durchgerusht, weil die Zeit war auch schon etwas knapp. Und da konnte ich euch halt nicht so viel zeigen, aber ich habe ja gesagt, dass wir im nächsten Part uns ein wenig hier umsehen. Oh, da kommen direkt schon... Ach, der Bogenschütze von oben ist auch noch unten. Sehr schön. Ein Backstab. Und das war's, oh, Kollege. So, ich habe ja gesagt, ich werde mir die Evelyn nicht holen, diese dreischüssige Armbrust. Aber, Moment... Möchte ich da... Ja. Und wenn wir Glück haben, liebe Leute, dann werden wir sogar in diesem Part noch gegen Seath, den Schuppenlosen, kämpfen. Ein weiteres Mal. Aber nur wenn wir... Oh mein Gott. Wow. Oh, warte, da war doch noch einer. Hä? War hier nicht noch einer? Sind nicht zwei auf mich gerannt? Muss ich mir nachher nochmal angucken. So. Dann im Prinzip gibt's hier nicht so sonderlich viel, was ich eigentlich brauche. Sind halt auch... Dieser Mage da oben, der ist so sick, ey. Bis auf ein, zwei Truhen ist, glaube ich, hier nicht sonderlich viel Interessantes für mich. Ich nehme jetzt mal das Schwert in beide Hände. Na, okay, gut. Ich dachte, ich mache denen vielleicht ein bisschen mehr Schaden, aber... Pustekuchen. So, hier... Oder habe ich denn mir das... Habe ich das... Eigentlich müsste ich hier Funkeltitanit liegen. Habe ich das schon aufgesammelt? Kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern. Oder habe ich mich schon mal umgeguckt hier? Boah, Leute, ich bin gerade wirklich ein bisschen... So, ne? Okay, ich muss nur eine Truhe finden. Eine Truhe muss ich finden, um zu sagen, ob ich... schon mich hier umgeguckt habe oder nicht. Weil wenn die Truhe nämlich geschlossen ist, dann habe ich es nicht. Und wenn sie offen ist, dann habe ich es. Weil dann können wir auch direkt dann weiter in die Kristallhöhle. So, ich glaube, da hinten war eine Truhe. Hier gibt es doch irgendwo eine Fake-Truhe. Die möchte ich natürlich... Ah ja, okay, die Truhen sind offen. Hm. Ich glaube, ich habe aber nur das Stockwerk hier. Ja, genau, wir sind ja hier reingelaufen... Gut, dann habe ich nur das Stockwerk erkundet. Dann muss ich das nächste noch jetzt erkundigen. Dazu rennen wir einfach mal nach oben. Das geht ja schnell eigentlich. Gott sei Dank. Und ich bin... Schon wieder verlerne ich das Sprechen. Oh, diese Mages, ne? Die sind so behindert. Und ich habe noch nie von denen, aua, die Waffe gedroppt bekommen. Ich will unbedingt deren Waffe einmal haben. Aber ich krieg die einfach nicht. Ah, und er teleportiert sich weg. Was soll denn das? Oh mein Gott, ich bin fast down. Ja, jetzt schnell nach hinten. Da müsste, glaube ich, noch eine Truhe sein. Am Arsch. Von hier komme ich ja, das weiß ich. Ach, da hat er sich hier ein Tepet. Tepet, ja. Ich bin zu cool, um das ganze Wort auszusprechen. So, jetzt kommt ein Mage-Angriff von... Oh. Au, was? Was war denn das denn? Oh, hinter dem noch Pfeile. Oh, no. Boah. Mann! 28.000 Seelen. Oder waren das 2.800? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, okay, auf jeden Fall scheiße. Ich werde mir die Seelen holen und werde hier ganz schnell mal durchrushen, weil dieses Gebiet ist wirklich ass. Ich mag es nicht, auch wenn es schön aussieht. Ich meine, es hat was, ne? Aber es ist einfach so stark. So, die ganzen Mobs hier sind einfach so edel, so... Die sind auf jeden Fall stärker als in den Gebieten davor. Aua. Dieser Mage. Der nervt mich total. Stirb.
Gut. So, den letzten Part habe ich ja auch aufgenommen, da hatte ich ja noch nicht mal Internet. Das ist schon eine Weile her. Kann man gut sagen. Ist auf jeden Fall eine Weile. Ah, da kommen welche hinterher. So, hier gibt's. Da hinten müsste noch eine Kiste sein. Und dann müsste ich das Ding hier einmal drehen. Ja, da, die Kiste. Ich sehe sie. Gut, aber bevor ich die Kiste attackiere, werde ich erstmal die hier vernichten. So, One Hit. Und du auch, komm schon. So. Damit ich einfach in Ruhe diese blöde Kiste hier eliminieren kann. Hä? Ich hab doch hier eine Kiste. Mo. Leute, ich bin so durcheinander. Eigentlich kenne ich mich in Dark Souls prima aus. Aber das hier, nee. Ich komme gerade überhaupt nicht klar. Moment. Ich bin gerade total confused. Hier ist auch keine. Habe ich mein Spiel kaputt gemacht? Die mussten noch irgendwo. Da vorne muss auf jeden Fall. Da ist eine. Oder? Auch nicht. Was soll denn das? From Software. Habt ihr mein Spiel kaputt gemacht? Hier müssen noch überall Kisten sein. So, okay, gut. Egal, dann habe ich anscheinend schon alles. Dann werde ich jetzt froh und munter hier das Ding betätigen. Das ist so schön, wenn man irgendwie mit Gegenständen, Objekten. Hier! Man müsste hier jetzt runterspringen, um die Truhe da unten zu erreichen. Das ist aber ein Pain in the Ass für mich. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Ich bin auch oftmals schon gestorben. Wirklich, oftmals. Und deshalb mache ich das nicht noch einmal. Ach, da vorne ist eine Truhe. Sieh mal eine an. Das ist sogar eine richtige Truhe. So, jetzt bin ich auf der richtigen Ebene auf jeden Fall. Funkeltitanit, das ist schön. Hey, der Witzker nochmal hier. Jetzt hier nach oben. Ups. So, und da hinten müsste eigentlich. Ich sehe das immer von hier nicht. Nee, ist aber auch keine Truhe. Hä, wo ist denn die? Noch ein Stockwerk weiter hoch? Geht das, glaub, gar nicht. Also es geht schon, aber ich meine jetzt spielerisch nicht. Jetzt bin ich hier. Gut. Genau, da unten. Da, wo dieses komisch orange leuchtende Licht ist, da muss ich hin. Dazu muss ich mich einfach hier fallen lassen. Jetzt vom Mage paar Mal getroffen werden. Vielleicht sogar bei meinem Glück sterben. Oh Mann, wieso ist er unverwundbar, wenn er sich teleportiert? Ist doch scheiße. Oh, ist so dunkel, ne? Ich sehe nichts. Nichts sehe ich. So, was habe ich hier? Pfeil und Bogen. Das ist gut. Den werde ich auch jetzt brauchen. Hä? Warte. Ah, ich muss das drehen. Mein Gott, dieses Hin und Her immer. So, dort hinten muss ich hin. Da, au. Um den Shortcut zu öffnen. Boah. Du nervst. Ist hier eine Truhe? Irgendwo gibt's hier eine Fake-Truhe, liebe Leute. Ich habe gerade keine Ahnung, wo. Und es waren übrigens doch 28.000, weil ich sehe, ich habe jetzt 33.000. Die kommen ja nicht die 30.000 von irgendwo, sondern nee, ich hatte zwar 28 da und ja, halt die Klappe, Lubu. Gut. So, dann haben wir hier einen. Möchte gern Bogenschützen. Den werden wir ganz kurz mal beseitigen. So, jetzt kommt eine endlos lange Treppe. Leiter. Scheiß Deutsch. Oh, der ist runtergefallen. Bam. Bouncing in the ground. Okay, cool. So. Blödes Kabel da unten. An meinen Füßen. So, jetzt haben wir einen Shortcut hier geöffnet. Nämlich zum Bonfire hier direkt. Das ist sehr praktisch und ich werde jetzt auch auf jeden Fall einige Estus brauchen. So. Ich hoffe, ich kriege jetzt den Bug nicht, dass ich da hängen bleibe. Entfachen. Keine Menschlichkeit. Ah. Moment. Moment.
I need some Menschlichkeit. Die war doch da unten. 8. Oh, dann nehmen wir mal 2, weil ich brauche auf jeden Fall 10 Estus. Aushöhlung. Ach, entfachen. Mein Gott. Noch einmal. Ich bin auch online, aber ich habe bis jetzt noch keine Symbole gesehen auf dem Boden, die mir irgendwie helfen könnten in irgendeiner Hinsicht. Ach, erstmal hier alles erkunden natürlich. Was gibt's denn hier? Hier gibt's eine Truhe. So, hier hockt eigentlich Logan, der Gefangene aus Zens Festung, den ich jetzt nicht befreit habe. Denn wenn man ihn in Zens Festung befreit, ist Logan erst am Feuerlingsschrein und danach ist er hier. Nee, danach ist er unten. Wisst ihr noch, da wo diese blauen Dinge hochgekommen sind, wo nach dem Tod von Thief ich dann gelandet bin in diesem riesen Turm in den Gefängniszellen? Da irgendwo ganz unten ist Logan, den muss man dann befreien. Danach ist er hier. Aber Logan ist für mich nicht wichtig als NPC, weil er einfach nur für Zauberer da ist und ich ja eigentlich mit Magie überhaupt nichts am Hut habe. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. So, jetzt haben wir solche komischen Gegenstände bekommen. Ich glaube, man nennt das Rüstung. Böse Truhe! Oh, die ist noch nicht tot. Die ist noch nicht tot. Die ist noch nicht tot. So, kann ich eigentlich... Moment, ich hab... Das ist plus 5, das Schwert. Gut. Oh. Symbol der Gier. Verzaubertes Falchion. Ja, Symbol der Gier ist ein Helm. Den werde ich euch gleich mal auch zeigen. Kristallglut. So, hier sieht man das ganz schön. Symbol der Gier ist eigentlich was ziemlich Lustiges. Es hat keinen guten Wert, wie ihr seht, aber es ist ganz witzig. Eine Schatzkiste ähnelnder Monsterkauf. Dieser erstmalige Gott gilt als Schandsymbol eines vergessenen Clans, der verbannt wurde. Da er der Sünde der Habgier schuldig war. Verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Das heißt, ihr seht das auch schon, mein Leben oben sinkt. Das Ding sieht aber verdammt witzig aus. Mein Leben oben sinkt, Stück für Stück, genauso wie innere Kraft. Und Symbol der Gier dient einfach nur dazu, dass man halt eine größere Drop-Chance hat. Sprich, dass man die Gegenstände einfach, also einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit drauf hat, die Gegenstände zu bekommen. Von Gegnern. Ist sehr gut, wenn man irgendwie was sammeln möchte oder so. Hätte ich damals bei der, sag schon, bei der, jetzt fällt's mir nicht ein. Bei den schwarzen Rittern gebraucht, genau. Denn da habe ich ja meine, Halberd nicht bekommen von denen und da hätte das Ding auf jeden Fall sehr von Nutzen sein. Wäre sehr von Nutzen. So. Hier sind überall. Hier wäre eigentlich noch ein goldener Golem, so ein Eisengolem, aber da ich die Questreihe von Siegmeier nicht gemacht habe, ist er natürlich jetzt nicht aufgetaucht. Kristalldingens hier, so Bums, ne? So, jetzt aber auf zu Thief. Mein Gott, liebe Leute, ihr seht das, da hinten. Oh, alles kristallisiert. Und diese blöden Golems versperren mir natürlich den Weg. Da werde ich jetzt einfach vorbeihuschen. Uiuiuiuiui. So, bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung, wohin. Ach doch. Mein Gott. Ich sollte mal wieder öfters Dark Souls spielen. Ich habe momentan wirklich keinen Plan, wohin es geht. Das ist sehr ärgerlich. Oh. Golem. Pass auf. So, liebe Leute, dann zeige ich euch mal gleich einen kleinen Trick. Ihr seht die Schneeflocken. Sie fallen aber nicht durch.
Sie prallen auf etwas auf. Oh! Oh! Oh, no! Ah, da oben ist ein Gegenstand, den wollte ich eigentlich holen, aber den hätte ich sowieso nicht gebraucht, weil es eh nur ein blauer Brocken ist. Von daher, egal. Oh, scheiße. Diese blöden Golems. Da ist noch einer. Könnt ihr nicht einfach sterben? Runterfallen oder sonst was? Gut, der eine Golem geht anscheinend. Da ist sein Schatten, er geht wieder. Ja. Das demonstriere ich euch gleich einfach nochmal. Dann seht ihr diese Schmetterlinge, Mondlichtschmetterlinge sind das, glaube ich. Da habe ich einmal angegriffen und dann ist er irgendwie... Jetzt kommt er doch. Dann ist er irgendwie hier rumgeflogen und ich hatte irgendwie gar keine weitere Möglichkeit, den anzugreifen. Und der hat mich halt mit seinen komischen Magie-Attacken da bombardiert bis zum Get-No. Oh, drei Schläge braucht das fette Ding. Droppen noch nicht mal was, ne? Arschgeigen. So. Und ja, dann deshalb lasse ich die Dinge einfach in Ruhe. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Seelen die bringen. Ist auch egal. So. Was aber viel wichtiger ist, diese Schneeflocken. Ihr habt vorhin schon gesehen, hier ist auch eine Nachricht. Sie prallen auf dem Boden. Und da, wo sie aufprallen, ist ein quasi unsichtbarer Pfad. Hier ist auch eine Nachricht des Spiels. Ein Weg ist voraus. Und deshalb, deshalb gibt's auch hier diese Prismasteine. Die dienen einfach dazu da, wenn man sie fallen lässt, dann platzen die, dann gehen die so kaputt, und dann bleiben die auch auf dem Boden. Die dienen einfach nur dazu da, wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, ob man stirbt, wenn man irgendwo runterfällt, dann wirft man einfach einen. Ja, okay, der Weg ist ein bisschen länger. Hier, deshalb werde ich jetzt auch ganz kurz mal nach vorne rennen. Dann demonstriere ich euch das einfach gleich auf eine andere Art und Weise. Und hier, liebe Leute, gibt's auch noch gleich... Oh, gibt's auch noch gleich, drei Funkeltitel. Oh, da hinten ist eine Silhouette. Gut, ich bin also doch online. Das ist schon mal... Schon mal sehr schön. Oh, hier wird man nach links, nach rechts gedrängt. Oh. Okay, eine ist mir verschwunden, aber du bleibst hier. Ich könnte mich jetzt ausloggen, einloggen, dann würde die wieder erscheinen, aber muss ich nicht, brauche ich nicht. Gut. Ich hoffe, ihr konntet jetzt etwas verfolgen, wie ich den Weg gelaufen bin. Weil ich muss ja das ein bisschen schnell machen, weil die Dinger verschwinden ja eigentlich. So, jetzt kann ich vielleicht nochmal das mit dem Prismastein zeigen. Okay, hier vorne ist ein Weg. Ihr seht auch, der Prismastein bleibt hier. Da. Dieser Schrei dient dazu da, dass ihr dann quasi sterben würdet. Da ich den Weg aber auswendig kenne, ich Freak, kann ich hier einfach durchrennen, ohne dass mir irgendwas passiert. Das ist wieder so ein Mondlichtschmetterling. Den greife ich auch nicht an, weil sonst krepiere ich. Gut. Wieder eine Nachricht. Okay, jetzt kommen langsam die Nachrichten. Es wäre aber schöner, vielleicht ein Rufsymbol zu haben. Pass auf, zäher Feind. Ja, das weiß ich. Da vorne sind Muscheln. Ihr habt richtig gehört, Muscheln. Die sind verdammt stark. So eine Muschel haben wir schon mal gesehen im Baum der Leere. Vor dem Drachen. Vor so einem großen... Wenn ihr euch noch ganz dunkel erinnern könnt... Und diese Muscheln droppen Funkeltetanit. Man kann also hier Funkeltetanit farmen. Aber ich werde das jetzt nicht machen. Ich werde aber, ihr müsst wissen, weil ihr denkt euch, ja lauf doch, du Idiot, da und so, ne? Genau, was wollte ich sagen? Ihr müsst aufpassen. Nämlich, wenn ihr jetzt den Boss betrete da hinten, da ist noch keine Nebelwand, dann könnte es sein, dass die Muscheln mit in die Boss-Arena kommen, was überhaupt nicht schön wäre. Die machen verdammt viel Schaden übrigens, also versucht denen so gut wie möglich auszuweichen. Boah. Schnell weg. Einfach am besten anlocken,
Und dann wegrennen. Dann einfach Richtung Boss rennen, damit die blöden Dinger nicht in die Boss-Area mit reinkommen. Weil wenn man mit denen zu tun hat und noch mit dem Boss, dann kann es ganz schön fatal werden. Und da kommt er auch schon. Thief, der Schuppenlose. Ein genialer Drache. Wirklich einer meiner Lieblingsbosse. Vor allem vom Aussehen, seine Location. Alles ziemlich cool. So, bei Thief müsst ihr aufpassen. Wieso werde ich jetzt eigentlich lauter? Ihr könnt ihn nicht verletzen, solange diese Statue hier steht. So, kurz noch innere Kraft. Lasst ihn am besten die Statue selber zerstören. Weil dann ist er für einen... Oh, ihr seht, diese blöden Muscheln. Eine ist mitgekommen. So, man kann natürlich auch seinen Schwanz abschneiden. Oh, diese blöde Muschel, ne? Töte sie einfach, Thief. Ja, stirb! Ah, ich will ungern gegen diese Muschel kämpfen. Deshalb warte ich einfach, bis er sie tötet. Hat er das Ding eigentlich hier kaputt gemacht? Nee, da steht immer noch. What the fuck? Jetzt haut die auf einmal ab, oder wie? Scheiße, das Ding steht immer noch. Jetzt habe ich innere Kraft vollkommen umsonst verwendet. Jetzt kann ich ihn auch verletzen. Vorhin konnte ich ihn nämlich nicht verletzen. Oh, so eine blöde Muschel ist hier. Oh, oh. Oh, schnell hier raus. Ich möchte nicht verflucht werden. Mein Gott. Die Muschel ist tot. Das ist schon mal sehr schön. Darum geht's mir, dass die Muschel einfach nur stirbt. Thief ist mir scheißegal. Ihr könnt seinen Schwanz abtrennen, dann bekommt ihr das Mondlichtschwert, das Mondlichtschwert. Für mich hat das allerdings aber keine Verwendung, keine Bedeutung. Deshalb werde ich mir das auch nicht holen. Ihr seht, er ist ziemlich leicht eigentlich. Ihr müsst nur vorne an seinem Rumpf stehen und die ganze Zeit draufmashen. Weil er wird seine komischen Kreisdinger, seine Attacke, seine Range-Attacke, wird einfach um euch herum machen. Und euch somit nicht treffen auch. So, 60.000 Seelen gibt es für den ganzen Spaß. Das ist ein ordentliches Angebot, damit kann ich leben. Da werde ich mich gleich auch ein bisschen aufleveln. Gut, was machen wir denn? Stärke, oder? Ich würde sagen, machen wir einen auf Stärke und einen auf Vitalität. Gut, so. Verlassen. So, jetzt haben wir eine Fürstenseele wieder bekommen. Thief ist erledigt. Der nächste Boss, an den ich mich wende, wird wahrscheinlich... Erstmal Ausrüstung reparieren. Wird wahrscheinlich Nito sein. Dazu muss ich dann aber jetzt... Das ist gut, das ist praktisch, weil wir sind eigentlich kurz vor Nito. Werde ich in dem Part allerdings nicht schaffen, aber wenigstens müssen wir nicht so viel laufen, denn wir sind ja hier schon Katakomben der Giganten. Ihr erinnert euch noch? Damals wollte ich mir das Schwert holen, dass dieses Schwert nicht die Hellbarde. Die Hellbarde wollte ich mir holen, hab's aber nicht geschafft, sie zu bekommen. Und deswegen kam dann... Ja, bin ich halt bis hier nach vorn gedrungen und nichts ist passiert. Und ja, deswegen sind wir schon hier. Und das ist schon mal schön, da müssen wir nicht viel laufen. Das gleich hier unten dann, vielleicht sieht man das von hier. Nee, sieht man nicht. Und dann ist da unten Nito, den werde ich im nächsten Part dann sofort erledigen. Weil hier gibt's auch nichts weiter irgendwie, was ich euch zeigen kann. Und dann freue ich mich schon mal aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bin wieder back in the game. Ich bin wieder da. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Haut rein
ich bin weg, ich bin draußen und ich bin geil. Und dieses ich ist ISCH, ja? Ich, das sind ja immer diese Ghetto-Kinder, wo so ich sagen, ey, ich mache jetzt Feierabend hier, okay? Spaß beiseite, also, Hadelan, Peter Pan.